Hallo, schön, dass Sie heute wieder in unsere Infothek vom Familienhaus Magdeburg hineinschauen. Die U-Untersuchungen sind eine Reihe verschiedener Vorsorgeuntersuchungen des Kindes, die zu festgelegten Zeiten stattfinden. Ziel dabei ist es, Krankheiten oder auch Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Insgesamt gibt es bis zum 10. Lebensjahr des Kindes 12 verschiedene Kindheitsuntersuchungen. Die Kosten für die U1 bis die U9 sowie auch für die J1 zahlt die Krankenkasse. Für die U10, die U11 und die J2-Untersuchung wäre es gut, wenn Sie im Vorfeld mit Ihrer Krankenkasse in Kontakt treten, denn nicht jede Krankenkasse übernimmt hierbei die Finanzierung. Die J1 ist eine Vorsorgeuntersuchung für Jugendliche. Sie findet beim Eintritt ins Jugendalter, also so zwischen das 12. und 14. Lebensjahr, statt. Sie ist auch die letzte Vorsorgeuntersuchung, die, wie eben schon berichtet, von den Krankenkassen auch erstattet wird. Für Eltern empfiehlt es sich also deswegen, diese Möglichkeit auf jeden Fall wahrzunehmen. Bei der Jugenduntersuchung überprüft der Kinderarzt die gesamte seelische und auch körperliche Gesundheit ihres Kindes. Auch hierbei müssen die Eltern im Vorfeld einen Termin beim Kinderarzt vereinbaren. Der Ablauf der Untersuchung unterscheidet sich zu Beginn eigentlich auch kaum von den ganzen anderen Vorsorgeuntersuchungen. Der Arzt misst meist erstmal Größe, Gewicht und Blutdruck. Außerdem nimmt er eine Blutprobe und analysiert den Urin des Kindes bzw. des Jugendlichen. Zudem untersucht er die Organfunktion des Jugendlichen und achtet auf Haltungsschäden bei der Untersuchung. Geschlechtsorgane überprüft er auf eine altersgerechte Entwicklung. Die Untersuchung der Genitalien ist meistens für die Jugendlichen nicht gerade angenehm und meistens auch etwas Peinliches, aber ist ein ganz wichtiger Teil dieser Untersuchung. Es wird geschaut, ob alle Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und auch Keuchhusten bereits erfolgt sind oder ob eventuell noch eine nachgeholt werden muss. Junge Mädchen können außerdem die Möglichkeit der Impfung gegen HPV nutzen. Hierzu komme ich in einem anderen Beitrag nochmal dazu. Ein wichtiger Bestandteil der Jugenduntersuchung ist auch ein offenes Beratungsgespräch über Sexualität, Verhütung, Sucht und soziale Probleme in der Familie oder auch im Freundeskreis oder im schulischen Bereich. Wenn der Jugendliche möchte, kann er auch alleine zur Untersuchung gehen. Manchmal fällt es nämlich dann den Jugendlichen auch etwas einfacher und leichter, über besondere Probleme und Sorgen mit dem Arzt zu sprechen. Bei der Jugenduntersuchung händigt der Arzt den jungen Patienten meist einen standardisierten Fragebogen aus. Dort soll der Jugendliche dann 59 Fragen zu verschiedenen Themen wahrheitsgemäß beantworten. Wie zum Beispiel geht es hier um Sorgen und Ängste, Verhältnis zu Bezugspersonen, Schlafstörung, Migräne, Asthma, Hautprobleme. Das Essverhalten ist nochmal ein Thema. Suchtmittel, wie zum Beispiel Alkohol, Tabak oder Drogen, werden thematisiert und auch der Bereich Schule. Außerdem soll der Jugendliche einige Sätze spontan vervollständigen, wie zum Beispiel: Mich ärgert, wenn, ich brauche, meine größte Sorge und ganz im Geheimen. Wenn der Jugendliche eine ganz bestimmte Frage nicht beantworten möchte, ist das auch gar kein Problem. Und er kann sie ohne Angaben von Gründen einfach auslassen. Der Fragebogen ist nur für den Arzt gedacht, damit er besser individuelle Bedürfnisse und auch Sorgen des jungen Heranwachsenden einschätzen und darauf eingehen kann. Obwohl der Patient noch keine 18 Jahre alt ist, unterliegt der Arzt trotzdem der ärztlichen Schweigepflicht. Und er darf den Eltern weder über den Fragebogen noch Inhalte des vertraulichen Gespräches Mitteilung erstatten. Ja, welche Bedeutung hat eigentlich die J1? Die Untersuchung. Mit der J1-Untersuchung wandelt sich die Rolle des Arztes vom Kinder- zum Jugendarzt und damit im Idealfall zu einer Vertrauensperson für den Jugendlichen. Er hat die Möglichkeit, als neutraler Außenstehender kompetente Ratschläge zu erteilen. Bestehen Essstörungen oder auch Übergewicht, Suchtprobleme oder Probleme im familiären Bereich, kann der Arzt den Kontakt zu Beratungsstellen herstellen. Die J-Untersuchung bietet also eine wichtige Chance, Probleme frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu finden, sodass die weitere Entwicklung des Jugendlichen nicht belastet ist.
Ja, wie Sie gehört haben, ist die Untersuchung ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da auch die Kassen diese J1 finanzieren, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, ja, mit Ihrem Kind dort einen Termin zu vereinbaren und diese Untersuchung durchführen zu lassen.